Am 24. Februar jährt sich Wladimir Putins Überfall auf die Ukraine. Seitdem ist die Friedensordnung auf dem Kontinent zerstört. Eine Friedensordnung, die lange Bestand hatte, die dem Kalten Krieg standhielt und die nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums Hoffnung für den Kontinent verhieß. Diese Friedensordnung liegt in ukrainischem Schutt und in ukrainischer Asche, zerbombt von Putins Aggression. Und die Frage war und ist nun, wie kann dieser Krieg beendet werden? Und damit begrüße ich Sie bei Unter den Linden. Und ich begrüße hier bei uns Thomas Heilmann, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und ehemaliger Justizsenator hier in Berlin. Und ich begrüße sehr herzlich Professor Sönke Neitzel, Historiker mit Schwerpunkt Militärgeschichte von der Uni Potsdam. Herzlich willkommen an Sie beide. Herr Heilmann, Sie sind Bundestagsabgeordneter, aber hier aus Berlin, waren, wie ich eben schon sagte, Justizsenator hier in Berlin für längere Zeit. Sie kennen Berlin. Gestern hat Berlin gewählt. Sie kommen gerade aus dem Landesvorstand, auch der CDU. CDU ist stärkste Partei geworden, liegt weit vor den anderen. Wie groß ist denn die Hoffnung, dass Sie auch an der Regierungsbildung beteiligt sind? Also wir als CDU-Politiker hoffen das natürlich, weil man als Partei ja an der politischen Willensbildung mitwirken will und auch ein Wahlergebnis in Regierungsverantwortung umwandeln will. Aber das ist das, was die CDU will. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass die Stadt droht zu spalten und keine Seite kann für sich in Anspruch nehmen, wirklich für die Mehrheit und nicht mal für die Hälfte der Berliner zu reden. Die jetzige Koalition hat etwa 35% der Wahlberechtigten von sich überzeugt. Also derjenigen, die wirklich ihnen eine Stimme gegeben hat. Natürlich ist die CDU auch weit weg von auch nur der Hälfte. Und es wäre, glaube ich, sehr gut für die Stadt, wenn die großen Konfliktthemen Klima, Wohnungsbau, Verkehr, wenn wir da Kompromisse finden und eine Brücke finden. Ich glaube, es wäre sehr im Interesse der Stadt und ist ja auch eigentlich das deutsche Erfolgsmodell, dass wir in einem harten Wahlkampf dann gemeinsam etwas hinbekommen. Ob das in Berlin gelingt, das klingt ist zu früh. Klingt nach großer Koalition, so oft wie Sie das Wort groß jetzt auch benutzt haben. Naja, also da es ja zwei gleich große Zweitplatzierte gibt mit den Grünen und der SPD, ist das genauso groß und genauso klein, egal ob man jetzt mit den Grünen und der SPD, und es sollte auch auf keinen Fall ein Plädoyer sein, das ist jetzt, glaube ich, auch nicht die Meinung der CDU. Wir sind da, glaube ich, in beide Richtungen offen. Kommt jetzt auf die Gespräche an. Wenn man im Vorfeld sich die Umfragen angeschaut hat, dann war das Thema Sicherheit eines der ganz großen Themen. Es ging dabei natürlich um die innere Sicherheit und jetzt gar nicht unbedingt um den Krieg in der Ukraine. Ich möchte trotzdem nachfragen, Sie kennen die Stadt. Hat der Krieg in Russland und der Krieg in der Ukraine irgendeinen Einfluss gehabt auf das Wählerverhalten? Erstaunlich wenig, weil die Linkspartei hat verloren, Stimmen verloren, aber doch weniger angesichts des ja fundamentalen Streites, den es in der Bundestagsfraktion um die Frage, sind wir jetzt eigentlich russlandfreundlich, trotz des Krieges oder nicht. Da gibt es ja richtig tiefgehende Spannungen, das hat sich kaum ausgewirkt. Und man kann sagen, sehr indirekt, die Wohnungsnot ist natürlich durch die jetzt ansteigenden Flüchtlingszahlen auch noch mal größer geworden und das hat eine Rolle gespielt. Mhm. Herr Professor Neitzel, wenn wir uns das anschauen, dass wir jetzt seit knapp einem Jahr Krieg in der Ukraine haben und wir hören gerade, dass es eigentlich keinen großen Einfluss bei diesen Wahlen gegeben hat. Gehen Sie davon aus, dass wenn die Wahlen jetzt, ich sag mal, vor 11 Monaten gewesen wären, dass das eine sehr viel größere Rolle gespielt hat? Also anders gefragt, gibt es so eine Art Gewöhnungseffekt an diesen Krieg? Also ich glaube, ich bin kein Parteienforscher, aber ich glaube in der Tat, dass bei dieser Landtagswahl jetzt eher Berliner Themen im Vordergrund standen. Was anderes wäre das, glaube ich, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Und auf einer Bundesebene ist, glaube ich, schon dann die Frage, wie sich eine Bundesregierung in ihrer Außenpolitik verhält. Und man merkt ja, wie die SPD, ja, auch die SPD vielleicht am meisten gespalten ist, wie weit man Russland bekämpfen soll oder nicht bekämpfen soll und einen Mittelweg findet. Wir sehen ja auch in den Umfragen, dass eben ein erklecklicher Teil der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger eben eher zögerlich ist, Angst hat und dergleichen. Aber das ist, glaube ich, eher etwas für eine Bundesebene. Und hier in Berlin war das natürlich, ich lebe ja auch hier in dieser Stadt, da gibt es sehr Berliner Themen, Verkehr, Wohnungen, dass die Wahl eben verbaselt wurde. Das stand da wahrscheinlich stärker im Vordergrund. Ein Jahr Krieg, heißt das denn, dass wir uns auch ein Stück weit dran gewöhnt haben?
Ich glaube schon. Also es gibt sicherlich Gewöhnungseffekte, wie wir das bei der Covid-Pandemie auch schon gesehen haben, bei allen anderen Themen. Und wenn wir noch, an mir selber sehe ich das, wenn ich zurückdenke in den Februar, in den März, wie wir, glaube ich, alle vor dem Fernseher gebannt saßen und dachten, wann fällt Kiew und welche Dynamik nimmt das? Und jetzt kann man schon die Lage ein bisschen mehr sozusagen abschätzen. Man merkt, das Leben geht weiter. Man merkt auch, dass die deutsche Volkswirtschaft das überlebt hat. Es gab ja auch viele Prognosen, dass das alles völlig zusammenbricht. Man hat diesen Winter einigermaßen gut überstanden. Also da gibt es einen Gewöhnungseffekt. Und man hat auch immer wieder auch jetzt die Meinung, jetzt muss aber der Krieg auch endlich mal enden. Also jetzt liefern wir 14 Leopard-Panzer, aber jetzt muss aber auch Schluss sein. Also jetzt muss der Krieg auch jetzt verhandeln und so weiter. Also auch viele Aufrufe gingen ja in diese Richtung. Und ob wir wirklich in der Realität angekommen sind, ob wir wirklich verstehen, was da so funktioniert, auch langfristig, da kann man zumindest bei einem Teil der Bundesbürgerinnen noch ein Fragezeichen machen. Wenn wir uns diesen Gewöhnungseffekt mal ein Stück weit näher angucken, bedeutet das gleichzeitig auch Kriegsmüdigkeit? Also ich weiß jetzt gar nicht, was der Gegenstück zu Kriegsmüdigkeit ist. Also irgendein Hurra habe ich zu diesem Krieg von noch niemandem gehört. Insofern Unterstützungsbereitschaft, Aufmerksamkeit in diese Richtung eher. Also die war glaube, ja vor 12 Monaten noch sehr viel größer, als sie im Moment ist. Das weiß ich gar nicht, weil der Gewöhnungseffekt, den der Professor Neißel gerade angesprochen hat, der zeigt natürlich auch, wir können uns diese Unterstützung der Ukraine leisten, ohne dass hier irgendwie alles zusammenbricht. Die unpopuläre Botschaft, die jedenfalls ich auch sagen würde, ist, wir müssen leider davon ausgehen, dass Putin möchte, dass der Krieg ganz lange dauert, weil jedes Ende des Krieges für Putin eine große Gefahr ist. Es sei denn, er würde die ganze Ukraine beherrschen und hätte dann für immer Ruhe an der Front. Das ist kaum vorstellbar, wie das gelingen soll für ihn. Und dann ist für ihn eine langjährige Auseinandersetzung, die er ja auch in Georgien, in Syrien und so. Also er hat ja bewiesen, dass er bereit ist, auch 10 Jahre zu investieren. Und wir müssen uns leider darauf einstellen, dass er das in der Ukraine auch sein könnte. Dauert also lange. Wenn wir Umfragen hier in Deutschland uns anschauen, dann sind 10% der Bevölkerung bereit, im Falle eines Angriffs mit der Waffe ihr Land auch tatsächlich zu verteidigen. Wie ist diese Zahl einzuschätzen? Ist das viel oder ist das wenig? Also erstmal würde ich mir natürlich wünschen, dass das mehr wären. Denn ich glaube, also aus meiner Sicht ist ja eigentlich der Gesellschaftsvertrag, dass der Staat den Bürgerinnen und Bürgern eine Freiheit gewährt, dass er ihnen Rechtssicherheit gewährt, dass er eine freie, liberale Wirtschaftsordnung gewährt, aber dass die Bürgerinnen und Bürger diesen Staat auch schützen müssen, in einem Extremfall. So ist eigentlich immer seit Gründung der Bundeswehr, ich sage mal, der Deal gewesen. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger sagen, na, der Staat ist schon ganz schön und hier zu leben, man lebt auch lieber in Deutschland als woanders, aber ja, schützen wollen wir den Staat eigentlich nicht. Das ist uns dann zu viel. Diese Diskussion gab es ja auch im Kalten Krieg. Ist natürlich eigentlich ein bisschen traurig, weil im Extremfall sollten wir schon für dieses Staatswesen, diese liberale Demokratie, diese Republik auch versuchen, sie am Leben zu erhalten. Auf der anderen Seite, mit diesen Umfragen ist es natürlich so eine Sache. Denn der Krieg ist nach wie vor, glaube ich, weit weg. Wir sehen das am Fernsehen, wir sehen natürlich die ukrainischen Flüchtlinge. Aber natürlich stehen die russischen Streitkräfte nicht an den Seelower Höhen. Und ich glaube, wenn eine unmittelbare Bedrohung da wäre, auch allein wenn der Krieg auf NATO-Territorium übergreifen würde, wäre nochmal eine andere Situation. Aber trotzdem, dann glaube ich auch nicht, dass dann 90% bereit wären. Ich glaube schon, dass das auch das Produkt unseres Umgangs mit Militär ist. Und auch vor allen Dingen der letzten 30 Jahre. Und wir haben ja seit 1990 gedacht, also Krieg gibt es ja irgendwie nicht mehr. Und das müssen wir auch nicht nur, dass wir den nicht führen, sondern auch alle anderen führen ihn nicht mehr. Und wir haben eigentlich gelernt, Kriege zu lesen, verlernt, Kriege zu lesen. Und wir haben Krieg aus dem Referenzrahmen von Politik und Gesellschaft rausdekliniert. Und ihn wieder rein. Obwohl er ja auch stattfand. Obwohl er stattfand in Jugoslawien, in Tschetschenien, in Syrien, Sie haben es angesprochen. Afghanistan. Und wir selber ja auch eine de facto kriegführende Partei waren in Afghanistan und im Kosovo. Aber es war hier nicht wirklich präsent. Es war also nicht on als gesellschaftliches Thema, auch nicht in der Politik. Also mit Außensicherheitspolitik hat man keine Wahlkämpfe geführt und nicht die CDU war jetzt
endlich mal aus meiner Sicht eine Partei, die in dem letzten Wahlkampf, Bundestagswahlkampf, Außensicherheitspolitik ganz nach vorne gestellt hat im Wahlprogramm. Das ist schon außergewöhnlich gewesen für eine Partei. Aber das wieder zurückzubringen und sagen, wir müssen da realistischer werden, das ist, glaube ich, ein langer Prozess. Jetzt haben wir ein Jahr Krieg und wir müssen jetzt sehen bei der nächsten Bundestagswahl, wie weit sich auch die politische Kultur verändert hat in diesem Land. Ich glaube schon, dass wir auf dem Weg dahin sind. Denn wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass 70% der grünen Wähler für Panzerlieferungen sein werden, jemals. Und zwar wesentlich mehr als Wähler der CDU-CSU. Und da hat sich, glaube ich, schon was verschoben. Aber wie weit das wirklich übersetzt wird in eine politische Kultur, auch in eine andere Sichtweise der Bundeswehr, gar in eine Bereitschaft selber, Opfer zu bringen, selber. Also wir sagen, einige meiner Galeristenfreunde, sie würden heute den Wehrdienst nicht mehr verweigern. Angesichts dieser Da würde ich gerne anknüpfen, Herr Heilmann. Stichwort Wehrpflicht. Die wurde abgeschafft. Es gibt jetzt einige, die durchaus danach wieder rufen, dass sie wieder eingeführt werden muss. Auch, wie Herr Neitzer sagt, vielleicht um diese Kultur wieder ein Stück weit einzuführen und es näher an die Gesellschaft ranzubringen. Ist das notwendig? Ich hoffe nicht. Ich glaube, im Moment wäre die Bundeswehr auch überhaupt nicht in der Lage, eine Wehrpflicht durchzuführen. Organisatorisch nicht, militärisch nicht, von ihrer Ausstattung nicht. Einer der Gründe, warum wir die Wehrpflicht ja ausgesetzt haben, war, dass ein Krieg immer technischer wird, immer komplexer in der Anwendung. Die Ausbildung, wenn sie sinnvoll sein soll, auch immer länger dauert. Und genau das, was Putin im Moment macht, haben wir uns ja gar nicht mehr vorstellen können, dass man so einen richtigen Verschleißkrieg führt, bei der ich sozusagen Welle um Welle von Soldaten ins Gefecht schicke und damit sehr viele auch erschossen werden. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Ich glaube, wichtig ist folgender Gedanke: umso besser man vorbereitet ist, umso mehr man glaubwürdig sagen kann, wir verteidigen uns, umso weniger findet es statt. Wenn die Ukraine besser gerüstet gewesen wäre, wenn der Westen ihnen rechtzeitig geholfen hätte, hätte sich Putin wahrscheinlich dreimal überlegt, ob er das wirklich macht. Er ist ja offensichtlich von einer kompletten Fehleinschätzung ausgegangen über den Vorbereitungsstand. Und diese Fehleinschätzung, die darf es eben nicht geben, für die gesamte NATO nicht und eigentlich auch für sonstige befreundete Länder wie der Ukraine eben nicht. Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, hat neulich mal gesagt, dass es ein Fehler war, die Wehrpflicht abzuschaffen. Würden Sie ihm dazu stimmen? Jetzt vor allen Dingen im Rückblick? Ich glaube, es war eher ein Fehler, dass wir den Umbau nicht richtig finanziert haben. Also wir haben ja eine Friedensdividende gezogen. Wir haben die Bundeswehr mit dem Aussetzen der Wehrpflicht finanziell stark gekappt. Und im Nachhinein ist man ja immer schlauer, hätten wir sagen müssen, wir bauen um, aber wir bauen eine richtig gute Berufsarmee auf, die auch top ausgestattet ist, dann hätten wir, glaube ich, jetzt auch weniger Diskussionen. Man muss immer sagen, eine Wehrpflicht ist ein massiver Grundrechtseingriff für die jungen Männer, oder wir machen es wie in Israel, dass wir die Frauen auch einziehen. Den muss man sich, glaube ich, sehr genau überlegen. Also ich wäre jedenfalls Stand heute nicht bereit, als Bundestagsabgeordneter zu sagen, wir brauchen noch die Wehrpflicht. Aber wer weiß, wie aggressiv Russland noch wird. Ich würde das leider nicht für alle Zeiten ausschließen, aber heute wäre ich nicht dafür. Aus der Sicht des Militärhistorikers, was für eine Aufgabe hat denn auch die Wehrpflicht, wenn man die Gesellschaft betrachtet? Und war die Abschaffung aus Ihrer Sicht ein Fehler? Ja, in Ihrer Frage schwingt das so ein bisschen mit, die zivil-militärischen Beziehungen. Wo man immer sagt, also wenn man Wehrpflicht hat, der Bürger in Uniform, Staatsbürger in Uniform, so ein Credo der Bundeswehr. Ja, Sie sprachen ja die Kultur an auch ein Stück weit. Das ist man, eben in eine breitere... Ja, ist man enger zusammen an allen Familien, jeder hat Erfahrung. Das ist schon richtig, aber de facto war 2011 bei der Aussetzung der Wehrpflicht die Wehrpflicht eigentlich tot. Und ich erinnere mich an meine eigene Zeit, damals war ich an der Uni Mainz, wenn ich mal an ein Seminar fragte, wer von euch war dann bei der Bundeswehr? Also kurz vor Aussetzung, niemand. Wer kennt denn von euch jemanden, der bei der Bundeswehr war? Auch niemand. Bis auf einen halben Reserveoffizier oder so. Also de facto war, wir hatten lange Zeit 9 Monate Wehrpflicht, dann 6 Monate. Also de facto war das schon ausgesetzt und es war eigentlich konsequent. Der Fehler war, dass man gleichzeitig die Strukturen geschliffen hat, um die Wehrpflicht wieder einzuführen. Wir haben sie ja nur ausgesetzt, wir haben sie ja nicht abgeschafft. Ich glaube, einen Punkt finde ich noch wichtiger. Wir haben zugelassen, dass die Bundeswehr ausgegrenzt wurde
aus unserer Gesellschaft. Und das ist in jeder Hinsicht, also Militär darf keine sonderabgekopselte Einheit sein. Ja, es müssen Demokraten in Uniform sein und deswegen müssen sie in die Schulen, nicht weil sie da unbedingt alle so viele Leute anwerben sollen, sondern weil es, so wie wir Bundestagsabgeordnete in jeder Schule willkommen sind, es auch richtig ist, dass wir da hingehen, ist es eben auch wichtig, dass Menschen merken, das sind auch Menschen, so wie Polizisten auch in der Schule sein sollten. Und die Schule ist jetzt, glaube ich, nur pass pro toto. Wir müssen die Bundeswehrsoldaten und die Soldatinnen inzwischen zum Teil unserer Gesellschaft machen. Was sie übrigens auch davor schützt, dass sie nicht radikalisiert werden. Ich glaube, es ist nur in Randbereichen ein Problem. Aber das muss man ja auch langfristig strategisch sehen. Das ist, glaube ich, noch viel wichtiger als jetzt die Wehrpflicht, deren militärische Sinnhaftigkeit ich, glaube ich, heute nicht bejahen würde. Das Problem mit den Schulen hat man natürlich schon seit 1968. Es gibt in den 70er Jahren eine heftige Debatte. Es gibt Plädoyers von bis hin zu Kanzler Willy Brandt an die Kultusministerkonferenz. Da müsste doch mal die Schulen öffnen. Und es gab natürlich gerade in Hessen, wo ich zur Schule gegangen bin, eine Tendenz, die sehr anti-Bundeswehr war. Aber das Interessante ist, dass wir seit 1990 eigentlich die Zustimmung der Bevölkerung, das zeigen alle Umfragen, zur Bundeswehr, zu den Soldaten eigentlich gestiegen ist und die höher war als im Kalten Krieg. Wir haben es aber im politischen Bereich, wir haben es bei den gesellschaftlichen Eliten, in den Universitäten, da war sicherlich eine große Kritik da. Und das Wehrpflicht hin, Wehrpflicht her. Also ich glaube, und dann ein Punkt vielleicht noch, weil das auch öfter so kommt, dass man sagt, mit Abschaffung der Wehrpflicht ist die Bundeswehr nicht mal Teil der Gesellschaft. Da war mein Gegenargument immer, naja, diese Leute kommen ja aus der Gesellschaft. Und die sind ja denn, die meisten sind Zeitsoldaten, die sind dann, weiß ich nicht, zwischen 2 und 15 Jahren bei der Bundeswehr. Sie kommen aus der Gesellschaft, die sind hier zur Schule gegangen, die haben Frauen oder Männer, die haben Kinder in den Kindergärten, nehmen an der öffentlichen Debatte teil und sie gehen in die Gesellschaft wieder zurück. Also die kommen ja nicht vom Mond oder irgendwie so. Aber trotzdem war es natürlich richtig, von AKK zum Beispiel diesen Freifahrtschein in Uniform wieder einzuführen, dass Soldaten wieder in Uniform die Deutsche Bundesbahn benutzen und sie dadurch auch sichtbarer werden. Ich glaube aber, dass wir diese Trennung, die einige befürchtet hatten, mit Abschaffung, mit Aussetzung der Wehrpflicht gar nicht so sehr hatten. Und wenn ich mit Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten rede, dann sind die für mich immer Teil der Gesellschaft. Was soll es auch anders sein? Nicht? Ein besonderer Teil. Aber sie leben nicht auf einem anderen Stern. Und was wir erreichen müssen, ist, dass sie stärker das ist natürlich durch den Krieg erreicht worden, auch zum Gutteil, dass sie stärker in den politischen Diskurs kommen, dass sie stärker in den Kurs gesellschaftlicher Eliten kommen, dass sie da eine größere Rolle spielen, in den Wahlprogrammen, dass wir die Frage stellen, welche Rolle spielt Außensicherheitspolitik bei den Parteien, nicht? Und die CDU war ja auch eigentlich immer eine Partei der Bundeswehr. Ob sie das immer so war in den letzten 20 Jahren, da könnte man ein kleines Fragezeichen machen. Und das sehen wir auch in der Frage, wie weit die Politik Politikerinnen und Politiker bereithält für den Posten des Verteidigungsministers, die wirklich über eine Fachkompetenz verfügt. Nicht? Und da ist das Personaltableau von vielen Parteien ja auch überschaubar, sagen wir mal. Und da müssen wir, glaube ich, besser werden. Herr Mann, ich würde gerne noch mal den Blick auf die Ukraine wenden. Wir haben eine bewundernswerte Kampfmoral in der Ukraine. Wir haben viel westliche Unterstützung in der Ukraine, was Waffenlieferungen, Munitionslieferungen angeht. Und das ist auch natürlich ausschlaggebend für das Weitermachen und Durchhalten in der Ukraine. Nun ist erneut in den letzten Tagen ein Manifest des Friedens formuliert worden von Frau Schwarzer und Frau Wagenknecht mit vielen, vielen Unterschriften, inzwischen 200.000 Unterschriften innerhalb von wenigen Tagen. Darf man das von Seiten der Politik ignorieren? Und wenn man Umfragen Glauben schenken kann, dann ist die Bevölkerung in Deutschland, was Waffenlieferungen und Sonstiges angeht, ja durchaus gespalten. Die ist gespalten und ich kann den Wunsch nach Frieden auch unterschreiben. Es ist nur leider ein völlig unrealistisches Papier, weil das geht eben einseitig nicht. Es ist leider so, dass Krieg beginnen viel einfacher ist als Krieg beenden. Ich glaube, können Sie wahrscheinlich besser sagen als ich als Militärhistoriker, aber das ist die politische Realität. Und es gibt ja sehr viele Abhandlungen von jetzt sehr vielen, auch sehr unterschiedlichen internationalen und nationalen Studien. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie ein
dauerhafter Frieden in der Ukraine im Moment möglich sein? Man kann sich Waffenpausen vorstellen, die aber letztlich nur das Vorspiel für eine weitere militärische Auseinandersetzung sein würden. Deswegen ist es schwierig und ich kann mir gar keine Bundesregierungshandlung vorstellen, die das Ergebnis, das die sich wünschen, herbeibringt. Also ich kann auch mir wünschen, dass jeder in Deutschland Millionär ist, aber ist ja ein legitimer Wunsch, aber es wird halt nichts so. Also ich meine, insofern, und ich glaube, dass wir das mehr, also ich bin ja Teil des Deutschen Bundestages und da führen wir natürlich solche Gespräche, auch parteiübergreifend. Ich kenne überhaupt niemanden, auch nicht in der Ampel, der sich auch nur einen Tag länger wünscht, diesen Krieg es gibt keine Kriegsfreudigkeit in der Politik, in keiner Partei, in meiner nicht, aber auch in allen anderen nicht. Und insofern, es gibt keine Mittel, wie wir diesen Frieden erzwingen können. Wir können die Niederlage der Ukraine erzwingen. Das können wir machen. Das ist aber kein Frieden. Das kann man sich in Bachmut und vielen Städten schon kurzfristig dann angucken, was dann für diese, wie viele Tote wir dann zu beklagen haben in der Ukraine, wenn es einen solchen Diktatfrieden gäbe. Und es würde natürlich zu einer Instabilität in ganz Europa führen. Sind wir schnell dabei, die Unterschriftler und diejenigen, die das Manifest geschrieben haben, als friedensbewegte Phantasten abzutun? Also es sind meines Erachtens einige Phantasten dabei, aber das will ich jetzt gar nicht despektierlich verstehen, weil viele von denen würden mich wahrscheinlich als Belletrist oder so bezeichnen. Also wir sind in einer liberalen Demokratie und da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und wir haben von Anfang an einen Teil der Bevölkerung gehabt, auch einen Teil, jetzt sind wir an Alice Schwarzer und Frau Wagenknecht, die also zu einem politischen Establishment so gehören, die ganz anderer Meinung waren als die allermeisten Experten. Und wenn ich mir sehe, die Sicherheitspolitiker, mit Ausnahme von Herrn Warwick, sind alle unisono, also einer Meinung, dass man die Ukraine unterstützen muss und zwar sehr weitgehend unterstützen muss. Also da ist eine erstaunliche Einigkeit in der Community, die sich wissenschaftlich mit Sicherheitspolitik und mit Kriegen beschäftigen. So. Trotzdem kann man anderer Meinung sein. Und ich halte das für völlig legitim. Ich habe mich auch mit Frau Käßmann am Anfang des Krieges mal unterhalten in einer Podiumsdiskussion und sagte, Frau Käßmann, ich bin nicht Ihrer Meinung, aber natürlich ist es völlig legitim, was Sie äußern. Mhm. Und ich habe überhaupt gar nichts dagegen. Sie spricht ja auch vielen aus dem Herzen sozusagen. Ja, und dass es natürlich ein Abwägen ist zwischen Sicherheit und Frieden. Also welches Gut setze ich eigentlich höher? Also mein Vorwurf gegen dieses neue Manifest ist eigentlich, also ich habe gar nichts dagegen, wenn man sagt, wir müssen doch mehr Friedensverhandlungen führen und dergleichen. Mein Argument wäre, das macht man nicht im Offenen. Also natürlich bereitet die Bundesregierung kann vielleicht Waffenlieferungen verkünden, wenn sie dann getätigt worden sind, aber sie kann natürlich nicht verkünden, welche Kompromisse sie vielleicht in Erwägung zieht, um einen solchen Krieg zu beenden. Also so läuft Diplomatie nicht. Und mein Argument war immer, also ich weiß nicht, unser Botschafter in Moskau, Gesa von Geier, der wird ja wohl nicht in der Nase bohren, da in Moskau. Also natürlich passieren da Gespräche im Hintergrund, versucht man Dinge auszuloten, auch über Drittstaaten. Sagt der Kanzler ja auch immer, dass er im Gespräch ist. Ja. Also da würde ich schon Vertrauen haben. Und mein Punkt ist, dass man in dem Manifest geht es ja auch darum, dass man die Waffenlieferungen stoppen soll. Und da wird dann meines Erachtens ein Schuh draus, wenn man das tut, dann ist, wenn das der gesamte Westen tut, inklusive der USA, dann ist es halt in 3 Monaten dieser Krieg vorbei und hat Putin gewonnen. Und das müssen sich diejenigen Unterzeichner eben klar machen und sagen, ja, wir wollen den Krieg beenden, auch wenn das dann am Anfang nicht so klingt, letztlich auf Kosten der Ukraine. Wir tauschen den Frieden, den wir wollen, hier in unseren schönen bürgerlichen Wohnungen. Wir wollen nicht weiter belastet werden. Auch natürlich das ethische Problem, es sterben sehr viele Menschen. Wir wollen davon nicht belastet werden. Und dann soll die Ukraine halt unter einer russischen Besatzung. Darauf läuft es ja letztlich hinaus, auch wenn es nicht so expresses Verbes dasteht. Und da würde ich mal sagen, Leute, also das kann man vielleicht ethisch verstehen, dass man sagt, wir wollen, dass es Töten endet. Aber was wird dagegen eingetauscht? Und da bin ich mit Herrn Heilmann einer Meinung. Also praktisch fast alle Sicherheitspolitiker auch, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen. Leider ist es so,
kann ich auch wieder als Historiker sprechen, dass man Kriege in der Regel nicht am Verhandlungstisch beendet. Und es wäre schön, wenn das viele mal begreifen würden, sondern die meisten Kriege werden auf dem Schlachtfeld entschieden, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen, wenn das zu unserer Ethik nicht passt, wenn man meint... Der Zweite Weltkrieg zum Beispiel. Ja, der Zweite Weltkrieg, aber ganz viele andere Konflikte. Schauen wir mal auf Afghanistan. Die Taliban haben letztlich diesen Krieg in die Länge gezogen und haben ihn letztlich auf dem Schlachtfeld entschieden. Die Verhandlungen in Doha sind gar nicht entscheidend gewesen. Und dass natürlich Diplomatie immer eine Rolle spielt in Kriegen, bei Beendigung, das ist eine Binse. Aber einige Menschen versuchen verzweifelt, die Logik von Kriegen, die natürlich schrecklich ist, wegzudeklinieren und zu meinen, mit Friedensverhandlungen würden die meisten Kriege beenden. Dann sage ich nur sagen, nein, ist leider nicht so. Und ich glaube, dass wir nur eine Chance haben, aus meiner Sicht, da kann man dagegen sein, diesen Krieg zu beenden oder zumindest einzufrieren, wenn Putin erkennt, er kommt militärisch nicht weiter. Und deswegen wäre mein Plädoyer, die Ukraine weiter und schneller und umfassender militärisch zu unterstützen. Sonst wird irgendwann die russische Fahne in Kiew wehen. Olaf Scholz hat immer gesagt, dass man auch gleichzeitig die Gesprächskanäle offen halten sollte, auch wenn man Waffen liefert. Ist das richtig, das zu tun? Ja, ich würde sogar weitergehen und sagen, wir müssen ganz wachsam sein, um kleinste Chancen zu erkennen, dass es eine Veränderung in der Einstellung der Russen gibt, die diesen Krieg angefangen haben und die deswegen ihn auch irgendwie beenden müssen. Es hat ja nicht die Ukraine den Krieg angefangen. Und das ein Mittel ist Diplomatie, ein Mittel ist, dass es Gesprächskontakte gibt. Sonst kriegt man ja gar nicht mit, ob es vielleicht Veränderungen gibt. Aber bisher ist die Nachrichtenlage völlig eindeutig. Es gibt keine Veränderungen auf der russischen Seite, sondern es gibt, naja, wir haben unsere Ziele nicht erreicht, dann müssen wir halt den Einsatz erhöhen. Und das hat Russland jetzt schon mehrfach gemacht und der Westen hat immer dann seinerseits den Einsatz erhöht. Und ich glaube, wenn ich mir etwas wünschen würde, dann wünsche ich mir eine Draghi-Aussage der EZB, whatever it takes, liebe Russland, wir werden reagieren, wir sind wirtschaftlich und politisch dazu in der Lage und wollen das auch. Das wird dann hoffentlich irgendwann in Russland dazu führen, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können. Und dann kommt der Raum, dann ist es, wie Sie sagen, militärisch entschieden, weil sie militärisch nicht gewinnen können. Und dann kommen wir vielleicht in ein Fenster, wo wir Friedensverhandlungen zu irgendeinem sinnvollen Erfolg führen können. Aber solange es diese Einsicht in Russland nicht gibt. Und leider ist das ist sicher nicht die Intention, und ich würde denen auch keinen Vorwurf machen, es gehört in einer pluralistischen, sogar gut in einer pluralistischen Gesellschaft, dass jede denkbare Meinung auch irgendwie von jemandem geäußert wird und nicht einfach unterdrückt wird. Aber umso mehr Leute diesen Brief unterschreiben, umso größer wird die Hoffnung in Russland sein, naja, irgendwann wird der Westen aufhören, die Ukraine zu unterstützen, dann haben wir ja doch gewonnen. Und wenn es dann zwischendurch eine 500.000 Tote gegeben hat, dann ist das eben so, aber dann haben wir ja unser Ziel doch erreicht. Und wer so mit dem Kopf durch die Wand will, dem können wir das nicht gestatten, weil dann fängt China in Taiwan an und Russland in Moldau. Wo fängt das eigentlich an und wo hört das auf? Ich würde noch einen Punkt sagen, ich glaube, den Sie gesagt haben, unterstreichen. Ich glaube nicht, dass Putin glaubt, dass er mit seinen militärischen Möglichkeiten am Ende ist. Im Gegenteil. Wir haben eine Mobilmachung gesehen, die besser gelaufen ist aus russischer Sicht, als wir es vielleicht manchmal dargestellt haben, bei allen Problemen, die sie haben. Und ich glaube, was wir eben oft zu wenig sehen, sind die doch nicht unerheblichen Probleme der Ukrainer, die eben auch sehr hohe Verluste erlitten haben. Und deren Armee auch geschwächt ist. Das hält die Ukraine sehr hinterm. Aber da würde ich gerne nachfragen, wie verlässlich sind denn die Zahlen? Auch das, was Putin sagt und das, was er uns also als Propaganda Verlust ja auch immer wieder Krieg sagt. Verlustzahlen im Krieg ist so ein Geheimnis. Und natürlich fälscht jeder da die Zahlen. Das ist ganz schwer zu beurteilen. Also ich würde mal sagen, die Verlustzahlen der Ukrainer, weiß ich nicht, wer das eigentlich im Westen überhaupt wirklich, wirklich weiß. Die Ukraine sind, ich höre, außerordentlich zurückhaltend damit. Und die Verlustzahlen der Russen, da gibt es sicherlich Schätzungen, die sind aber sehr, sehr vage. Und das wundert mich nicht, denn die Frage ist, ob die Russen es so genau selbst wissen. Zählen denn die Wagner-Leute ihre Toten? Ist zum Beispiel die große Frage. Nicht? Also da wird man nicht mit einer gewichteten Matrix zählen. Also das ist außerordentlich schwer. Aber wenn wir solche Zahlen gar nicht richtig kennen, inwiefern kennen wir denn dann wirklich den Status quo des Krieges, auf dem wir ja dann letztendlich unsere Entscheidungen aufhören müssen? Wir wissen vor allen Dingen nichts.
Vor allen Dingen wissen wir nichts. Ja. Wir haben alle natürlich, also der BND weiß mehr als wir beide hier, oder auf jeden Fall als ich, aber Sie haben natürlich als Bundestagsabgeordneter noch andere Möglichkeiten. Aber wenn man mal den einen oder anderen kenne ich ja nun auch, sieht, dann ist das relativ begrenzt. Russland haben wir natürlich ein besseres Bild, weil es da eine Aufklärung gibt. Das eigentliche Problem ist die Ukraine, weil der ukrainische Generalstab, soweit ich das weiß, nun mit den deutschen Behörden nicht seine Angriffspläne teilt, sondern mit den USA vor allen Dingen. Aber solche Einschätzungen sind enorm schwer. Es ist enorm schwer zu tun. Und allein die Frage, was produzieren die Russen, was haben die Russen, was können sie beweglich machen, da gibt es schon Einschätzungen davon. Deswegen meint man, naja, sie haben wohl ungefähr die Hälfte ihrer Panzer verloren und so. Aber wie genau das ist, ist eben enorm schwer. Und, aber ist das nicht auch ein Stück weit absurd, Herr Heilmann, dass wir darauf, auf diesem Nichtwissen, letztendlich auch unsere Entscheidungen stützen? Na, wir wissen ja etwas. Wir wissen nämlich, dass die Annahme am Anfang ja war, die Ukraine kann dem keine 4 Wochen standhalten. Und das ist dann falsch. Und dann ist so der umgekehrte Eindruck entstanden, naja, dieses popelige kleine Russland, das kann ja militärisch nicht durchhalten. Also von der Annahme kann man einfach nicht ausgehen. Und es ist eigentlich auch egal, ob sie jetzt 50% ihrer Panzer oder 30 oder sogar 60 verloren haben. Sie sind als doch dann relativ große Volkswirtschaft mit 153 Millionen Einwohnern natürlich in der Lage, diesen Krieg auch noch 5, 6, 7 Jahre weiter zu führen. Dazu sind sie auch politisch offensichtlich bereit und auch ihrer Bevölkerung gegenüber bereit. Ich will das mal umgekehrt sagen, wenn Sie sich mal die Übermacht der Alliierten gegenüber Nazi-Deutschland angucken, dann hat Deutschland das verdammt lange durchgehalten. Leider, weil wenn man ja früher den Krieg hätte beenden können, dann wären 20 Millionen Tote weniger zu beklagen gewesen. Das ist alles andere als eine Kleinigkeit gewesen. Aber also Japan ja auch, musste erst die Atombombe fallen. So ist es. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass es erst dann ein Umdenken in Russland gibt, wenn die sagen, wir können das noch viele Jahre führen und auch viele Jahre die Ressourcen haben, wir gewinnen aber trotzdem nicht. Und deswegen gibt es ja auch immer diese vorsichtige Formulierung, die Ukraine darf nicht verlieren. Weil was ist eigentlich gewinnen? Aber selbst wenn die Ukraine, wenn die Russen aus all ihren Territorien, aus der Krim rausschmeißt, wenn die da weiter an der russisch-ukrainischen Grenze stehen und ständig mit Angriffskrieg drohen, das ist ja dann wie so ein israel-palästinensischer Konflikt, der hört ja nie auf. Aber wenn Sie sagen, die Russen sind bereit, das noch x Jahre weiterzuführen, wie lange ist denn der Westen bereit, das weiterzumachen? Und wie lange kann der Westen denn weitermachen? Ich hatte ja auf die Draghi-Äußerung unserer whatever it takes. Also wir fangen es nicht an, wir wollen es nicht eskalieren, aber wir halten der Sache so lange stand, wie die andere Seite macht. Umso überzeugender wir das sagen, umso eher wird es ein Umdenken geben. Und umso mehr wir sagen, machen wir es noch ein halbes Jahr oder vielleicht nicht, umso mehr entsteht ja auf der gegenüberliegenden Seite die Hoffnung, es doch noch zu gewinnen, weil es ja nicht nur eine Rechthaberfrage ist, sozusagen nicht einsehen zu können, dass es irgendwie militärisch und so weiter ein Erfolg war, sondern es ist ja auch innenpolitisch für Russland viel einfacher zu sagen, es dauert ein Jahr länger, aber dann erreichen wir unsere Ziele ja doch. Mhm. Herr Stoltenberg hat heute gesagt, dass die Munitionierung, die der Westen überhaupt zur Verfügung stellen kann, irgendwann nicht mehr ausreichend ist und dass viel zu wenig Munition produziert wird. Zeigt das, dass der Westen da jetzt schon so langsam an Grenzen stößt? Ja, ich glaube, dass die im Mindset die Zeitenwende insgesamt in der Europäischen Union noch nicht so richtig angekommen ist. Und das ist ja nicht nur ein Problem Deutschlands, die, glaube ich, im Bereich der Zeitenwende im Wesentlichen ein verlorenes Jahr hatten, wenn wir die Zeitenwende definieren, einsatzbereite Streitkräfte herzustellen, also auch im Bereich Munitionsproduktion. Das ist ja alles im Schneckentempo geschehen, aber das gilt eben nicht nur für Deutschland. Und auch für andere Länder, die Briten machen tolle Pressekonferenzen und treten da irgendwie fancy auf. Aber wenn man ihre eigenen Fähigkeiten sieht, sind die eben auch sehr begrenzt. Und ich glaube, dass alle irgendwie gehofft haben, naja, jetzt liefern wir da so ein paar Panzer oder ein bisschen Munition und so weiter, ein paar Heimatwerfer und dann ist das irgendwie vorbei. Und einige haben ja auch den Begriff der Kriegswirtschaft mal eingebracht, aber da ist eben viel zu wenig passiert. Und das gilt eben nicht nur für Deutschland, wo zu wenig passiert ist, sondern das gilt für viele andere Länder auch. Ich meine, die Niederländer haben immerhin mal Munition bestellt, aber wir sind nach wie vor als Europa
keinen wesentlichen Schritt vorangekommen. Wir streiten uns bei der Panzerproduktion, wer soll was bauen, bei Produktion von Flugzeugen. Es ist ein sicherheitspolitisch eigentlich trotz aller Einigkeit bei Sanktionen in den großen Fragen relativ zerstrittener Haufen. Und man würde hoffen als teilnehmender Beobachter, dass der Druck dieses Krieges ausreicht, um die großen sicherheitspolitischen Probleme Europas mal wirklich zu lösen. Da sind wir aber nicht wirklich weitergekommen. Nee. Und da kann man irgendwie nur sagen, das deutet ja die Äußerung an, die Sie zitiert haben, dass Europa jetzt im Bereich der Rüstungsproduktion den Schuss noch nicht richtig gehört hat. Herr Heilmann, Sie haben es eben schon so ein Stück weit angedeutet, aber wenn man Putin jetzt so betrachtet und Sie sagen, dass das auch durchaus Jahre weitergehen kann, ist das dann so eine Zielfortführungslogik, die da entsteht? Ich glaube leider ja. Also wir können schon die Frage ja nicht beantworten, ob er mit heutigem Wissen ein Jahr nach Kriegsbeginn den Krieg angefangen hätte, wenn er gewusst hätte, was er da hingeht. Nehmen wir mal optimistisch an, er würde es nicht anfangen. Jetzt hat er ihn aber angefangen. Jetzt ist er ja sozusagen so weit vorangegangen. Das ist ja wie in jedem Konflikt. Dann ist ja die Frage für ihn, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Sehr schwierig zu beantworten. Und als Bundestagsabgeordneter darf man ja bestimmte Geheimdienststudien lesen und so. Sie können offen sprechen in diesem Kreis. Das ist ja ganz unter uns. Nein, ich werde die Geheimhaltung nicht brechen, aber man kann im Ergebnis sagen, wir haben an gar keiner Stelle und von keinem Dienst, dessen Erkenntnisse mir jedenfalls in Teilen bekannt sind, irgendeinen Hinweis darauf, dass es da irgendein Wackeln auf russischer Seite gibt. Hat das auch damit zu tun, dass Putin hier eine Gesichtswahrung nach außen hin einfach fortführen will? Wir haben ein diktatorisches System, bei dem die Mafia um Putin herum das Land unterjocht hat und wie Iran auch ein natürliches Interesse daran hat, ihre Macht zu erhalten. Jetzt sind sie einen Schritt gegangen in der Ukraine, der ihnen sicher auch wehtut an verschiedenen Stellen. Die sind sie aber gegangen, aber sie können machtpolitisch jetzt auch nicht so ohne weiteres wieder zurück. Und das wollen sie, glaube ich, auch nicht. Und ich frage mich immer, glauben die das eigentlich selber, was sie da erzählen? Das frage ich mich übrigens im Iran auch. Also ich meine, ein System, das eine muslimische oder islamische Revolution angefangen hat, hat nun als engsten Kooperationspartner ein krass islamfeindliches System wie Russland. Das passt ja alles überhaupt nicht zusammen, außer im Sinne von Machterhalt. Hat Hitler selber geglaubt, was er da erzählt hat? Also wir wissen es nicht so ganz genau, aber wahrscheinlich ist... Sind wir relativ sicher, dass er es geglaubt hat. Aber klar, bei Putin ist es so eine Frage und uns fällt es natürlich schwer, diesen Krieg mit der Logik von Putin zu betrachten. Aber ich glaube, also ich kann da auch nur Rätsel raten, aber ich glaube aus seiner Sicht, wenn man mal diese Logik annimmt, den Ukraine, diesen Staat gibt es gar nicht, der Westen bedroht uns und wir müssen uns dann erhalten, nicht dieses Versprechen, was in die Vergangenheit geht, hat ja kein Zukunftsversprechen. Und daraus folgt ja eigentlich immer nur, wie soll Putin da, was Sie sagen, wie soll Putin da rauskommen? Er kann eigentlich nur mit einem Ergebnis, einem Zwischenergebnis zumindest rauskommen, dass eben eine Gesichtswahrung wart. Und das ist ja mindestens die Eroberung der annektierten Provinzen. Und die große Frage, die wir haben, deswegen sagte ich auch, wir wissen nichts, die Frage, was wahnsinnig schwer einzuschätzen ist, welche Kampfkraft hat die russischen Streitkräfte noch? Was haben die noch im Ass im Ärmel? Wie schnell lernen die? Ja, aber nichtsdestotrotz muss man als Westen dann ja auch eine Position haben, wie weit gehen wir und wie lange machen wir das mit? Und wie wird der Westen dann denn letztendlich weitergehen? Wird der Westen dann irgendwann sagen, so jetzt sind wir an einem Punkt, liebe Ukrainer, auch wenn es hier keinen Diktatfrieden sonst irgendwas gibt, dass man sagen muss, jetzt müsst ihr euch aber auch ein Stück weit bewegen und jetzt setzen wir uns mal an den Verhandlungstisch? Oder wie kann sowas aussehen? Welche Bewegung wollen wir denn genau von der Ukraine? Also was ist die Bewegung der Ukraine? Also bisher sagt die Ukraine, nicht einen Millimeter unseres Landes wird preisgegeben. Gibt es da vielleicht eine Kompromisslinie, die da heißt, der Donetsk vielleicht doch an Russland, Krim und Sonstiges? Aber das ist nicht die Position von Russland, zu sagen, das würde uns genügen. Und solange wir das nicht haben, kann man das von der Ukraine auch nicht verlangen. Also die Diplomatie wird schon die Verhandlungstaktik hinbekommen für einen logischen Frieden. Es gibt aber keinen logischen Frieden. Das ist ja das Problem.
Und insbesondere müssen wir uns als Westen fragen, wann immer wir irgendeine Form von Frieden in der Ukraine und wie genau der auch immer aussehen mag, aussieht, wir werden die Ukraine so hochrüsten müssen. Und das wird ja auch enormer Aufwand sein, dass sie sich so stark wehren können, dass es völlig ausgeschlossen ist, dass Russland das erneut versucht. Und das möchte ich mir alles mal vorstellen. Dagegen ist die NATO-Mitgliedschaft ja eher eine kleinere Übung. Mhm. Jetzt nur finanziell gesprochen. Herr Neitzel, wenn wir das sehen, dass die Beziehung zu Russland und das Vertrauen zu Russland ja komplett zerstört ist, auf welcher Basis könnte man sich denn überhaupt eine Friedensordnung vorstellen? Allein auf dem Punkt Abschreckung? Das ist wirklich überhaupt noch nicht abzusehen, weil ich würde mal einen historischen Vergleich bemühen. Wir sind praktisch im Jahre 1915, im April. Die ersten Offensiven sind gescheitert. Jeder Rätselrat, wie soll das weitergehen? Es gab auch erste Friedensfühler, die ausgestreckt wurden. Und jetzt versuchen wir von 1915 auf die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zu schauen. Das war aus der Perspektive 15 fast unmöglich. Und ich meine, heute wissen wir es, wie es ausgegangen ist, aber wir müssten ja dafür beurteilen können. Nicht gut. Nicht gut, aber wir könnten, um Ihre Frage zu beantworten, müssten wir ja wissen, wie endet dieser Krieg, wie lange dauert er, welche Wunden reißt er auf, wie endet er militärisch, dauert er noch ein Jahr, noch 10 Jahre. Und zunächst geht es, glaube ich, darum, irgendwann hoffentlich diesen Krieg überhaupt zu beenden. Und auch der Gedanke ist ja wichtig, aus russischer Sicht muss der Krieg überhaupt enden. Haben wir nicht einen unendlich langen Konflikt, der vielleicht mal hoch und runter simmert? Und wir am Westen wollen jetzt Frieden und dann muss es mal abgeschlossen sein und kann uns zu anderen Dingen kümmern, aber das ist überhaupt nicht im Interesse Putins. Und ich würde da gerne die große Gefahr wäre, wenn Putin jetzt einen Waffenstillstand anbietet und sagt, so, wenn er vielleicht doch den Donbass erobert und sagt, so, jetzt ist Schluss, dann wird es große Diskussionen geben im Westen. Genau, ja, jetzt müssen wir mit Moskau doch verhandeln, da liegt was auf dem Tisch, was heißt das und so weiter. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das alles Spekulation. 1915, wenn Sie das zitieren, das war aber ein Weltkrieg. Ja. Befinden wir uns im Weltkrieg? Und das ist auch genau der Punkt, wo viele Friedensbewegte dann sagen, das ist eine Eskalationsspirale, die wollen wir nicht nochmal sehen. Das ist richtig. Insofern ist der Vergleich mit 1915, soll natürlich nicht sagen, dass wir selber Kriegspartei sind. Und es ist ein anderer Krieg auch natürlich gewesen. Nur so als Vergleich, ich habe das den Vergleich genommen, weil es so wahnsinnig schwer ist, da Voraussagen zu treffen. Also ich glaube, ich sehe überhaupt nicht irgendeine Bereitschaft irgendeines westlichen Landes, Truppen zu schicken. Und das ist die entscheidende völkerrechtliche Grenze. Alles andere würde ich nicht ausschließen wollen. Also ob wir Kampfflugzeuge oder weiß der Teufel was, weil das hängt ja auch davon ab, was Russland irgendwie einsetzt. Aber ich nehme einen ganz klaren politischen Willen da, wir wollen nicht Kriegspartei werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, irgendwelche Bedingungen, dass sich daran sagen, irgendwas was ändert. Darf ich noch mal sagen, die Beendigung des Ersten Weltkrieges in dieser Art und Weise war die Grundlage für den Zweiten Weltkrieg. Ja, das ist deswegen, richtig. Also dieser Frieden ist auch teuer erkauft worden im Ersten Weltkrieg. Als Schlussfrage auch an Sie, Herr Heilmann. Der Frieden seine Chance hatte in der Zeit zwischen den Weltkriegen. Ja, da ist er auch noch mal vermasselt worden, das ist gar keine Frage. Aber ja, das war ein wichtiger Punkt. Ja, das ist schon aber trotzdem, richtig. Ja. Herr Heilmann, an Sie trotzdem die Schlussfrage, wenn wir diesen Krieg jetzt uns anschauen, das Vertrauen zu Russland komplett zerstört etc., wird am Ende dieses Krieges ein nächster langer kalter Krieg folgen? Das kann man, also ich wünsche es mir natürlich nicht. Russland wird ja geografisch immer unser Nachbar bleiben. Und ich hoffe, dass wir irgendwann, also Putin ist 70, der wird ja jetzt nicht nochmal 70 Jahre regieren, das glaube ich, kann man medizinisch ausschließen. Ja, der amerikanische Präsident ist 80. Also. Ja, das sind aber noch 10 Jahre und nicht noch 70 Jahre, das ist ja historisch deutlich weniger. Und ich glaube, wir haben insofern hoffentlich gelernt, dass wir dann bereit sind, auch einem kriegerischen Aggressor gegenüber, einem Land, das dann Schluss macht, so zu helfen, dass es in eine bessere Phase kommt. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich bin optimistisch, dass es irgendwann passieren wird. Ob es kurzfristig passieren wird, da bin ich eher vorsichtiger mit meinem Optimismus. Ich bedanke mich sehr herzlich für diese Diskussion hier am Tisch und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie die Phoenix-Runde an dieser Stelle und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend bei Phoenix.